Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 16. Wir sprechen jetzt mit Otto und dann geht es weiter, denn wir haben alle Nebenquests erledigt. Ich glaube, mit könnte Hilfe dann auch. Ganz kurz können wir auch nochmal hier ans Brett gehen, aber das ist eh direkt neben Otto. Nee, beim stillen Stift, ja. Ich mal gucken, ob wir mit den Nebenquests und so vielleicht genug Punkte gemacht haben, um beim stillen Stift noch was abzustauben. Wie kann ich dir heute behilflich sein, Clyde? Tatsächlich haben wir genug für das Medaillon des Hohepriesters. Die gütige Gwigor lehrt uns, wer an der Seite der Elenden geht, der dient einem höheren Willen. Wenn wir ihre Worte für wahr nehmen, haben wir kein Recht, einen auf jenem Weg Wandelnden als Geächteten zu bezeichnen. Ein ergebener Diener. Und wir bekommen das Medaillon der Hohepriesterin. Und bald geht's auch hier weiter. War's das? Gucken, was bringt denn das? Wahrscheinlich irgendwas mit Zaubern. Excalibur. Medaillon des Hohepriesters. Verringert die Wartezeit bis zum... Erhöht das Potenzial von Supertränken um 25%. Stark. Ein Viertel mehr. Aber ich kann nicht mehr ohne die Lebensschlange. Wobei. Ach, keine Ahnung. Vielleicht mache ich irgendwann was anderes. Aber im Moment bin ich irgendwie ganz glücklich mit der. Ich mag die Lebensflamme. Okay, Otto, was gibt's? Na, Clive? Lebst du noch? Ist mit fertig, damit das halbe Versteck durch die Lande zu scheuchen? Ich schwöre, dieses Mädchen tut alles, um dem Besuch an Papas Grab zu entgehen. Kommt sie jetzt wenigstens mit? Ich denke schon. Da ist wohl noch eine letzte Sache, die sie erledigen muss. Aber sicher ist sie bald hier. Hat sie gesagt? Wortwörtlich? Ja, hat sie. Clive, wohnst du eigentlich auf dem Mond? Sie muss nichts erledigen. Wahrscheinlich ist sie inzwischen schon halb in Canva. Ach, Matt. Vielleicht erwische ich sie noch. Gut, gut. Dann gehen wir mal gucken, wo sie denn wieder hingerannt ist. Mit sagt, dass sie an einem Schiff arbeitet. Melde die mit, ja. Das Ding bei dem Hafen. Obolus, hast du mitgesehen? Yep. In einem Boot. Ist in die Richtung. Ach, dann bin ich zu spät. Wieso haben's denn heute alle so eilig? Ich hab ihr angeboten, sie rüberzufahren, aber sie war sofort weg. Hat ein Boot gemietet und ist davongerudert wie von der Hummel gestochen. Hat ganz schön Energie, die Kleine. Aber egal. Gut, dass du hier auftauchst. Ich wollte sowieso gerade hoch zu dir. Ich habe hier ein Schreiben für dich. Kam per Kurier von deinem Onkel. Und der meinte, ich soll's dir nicht nur persönlich übergeben, sondern auch noch unverzüglich. Ist hiermit erledigt. Danke, Obolus. Keine Ursache. Was gibt's Neues, Onkel? Mein lieber Junge, meine Reise nach Canver war ein voller Erfolg. Der Freund, den ich erwähnte, hat sich bereit erklärt, nicht nur seinen Gillbeutel für uns zu öffnen, sondern auch sein beträchtliches Wissen über die Vorgänge in der Stadt mit uns zu teilen, wodurch ich auch von den Bemühungen einer gewissen jungen Freundin von dir erfahren habe. Ich persönlich hege keine Zweifel, dass Fräulein Telamons Vorhaben ein edles ist, doch ich gehe davon aus, dass die Canversche Gilde die unerlaubte Benutzung ihrer Werften nicht gutheißen wird, egal ob diese verlassen sind oder nicht. Und wenn die Gerüchte bereits meinen Freund erreicht haben, wird es wahrscheinlich nicht mehr lange dauern, bis ihr die Gildenmeister auf den Leib rücken. Deswegen schicke ich dir diese Nachricht. Ich hatte gehofft, deinen Meisterspäher Geff für 1-2 Monate auszuleihen, damit er hier die Augen für uns offen hält und uns vor eventuellen Angriffen warnt.
Ich bin sicher, dass du die Vorteile dieses Arrangements erkennst. Dein Lieblingsonkel Byron. Probleme in Canva. Na gut. Gav. So kann Gav mit im Auge behalten. Gav macht es doch gerne. Soll heißen, Mitt hat uns die Drecksarbeit machen lassen und ist dann entspannt in den Feierabend gesegelt? Seht da. Ganz so aus. Tja. Und was lernen wir jetzt daraus? Wenn du das nächste Mal Sid besuchen willst, dann kette sie besser irgendwo an, bevor du ihr davon erzählst. Kommt, seid nicht so streng mit ihr. Gibt's zu, auch Knochenarbeit kann Spaß machen. Alle packen an, Erfolgserlebnisse und so. So ist doch auch die Bude entstanden. Hast recht. Siehst du? Können wir dann so langsam los zu Sid? Ich vermisse ihn jetzt schon. Ich würde lieber früher als später in Canva aufschlagen. Ich kann ja Lord Rosfield von den 7 hohen Häusern schlecht warten lassen, oder? Nicht, nachdem er mich persönlich angefragt hat. Gav und ich gehen dann. Sieh du hier nach dem Rechten. Ihr könnt auf mich zählen. Aber richte Sid und den anderen meine Grüße aus. Ja? Ach übrigens, Jill wollte auch mit. Hat wohl noch was zu erledigen, wollte aber nachkommen. Das habe ich irgendwo schon mal gehört. Gut, gut, dann gehen wir mal los. Sids Vermächtnis. Ich habe deine Worte noch im Ohr. Dass man vielleicht den Mund halten sollte, wenn dir niemand mehr zuhört. Aber eins sage ich dir, mein Freund. Hugo Kupka ist tot. Sein Schatten liegt nicht länger über uns. Ich wünschte, der Phönix hätte an dem Tag bei uns sein können. Er hätte vielleicht doch noch alles zum Guten gewendet. Nicht mal der Phönix kann Tote zurückbringen. Leben hat einen Anfang und ein Ende. Daher müssen wir jeden Moment auskosten. Doch nicht als Sklaven der Kristalle, als freie Menschen. Habt ihr gewartet? Charon, schön dich zu sehen. Ich dachte, ich schau mal, wie es euch allen so geht, bevor ich die Vorräte aufstocken gehe. Es war auch schon damals nicht die schönste Gegend. Es war aber nie so schlimm wie jetzt. Leider. Nichts hält die Pfeile auf. Nicht lange. Und es wird überall so aussehen wie hier. Unsere Mission bleibt unverändert.
Wir kämpfen, bis alle Mutterkristalle zerstört sind und ihr Durst nach Äther mit ihnen. Der letzte, der in Sturm verbleibt, ist Drachenschweif im Kristalldominium. Unser nächstes Ziel. Auf nach Dichasia. Ist ja neuerdings die Hauptstadt des Kaiserreichs. Ich will gar nicht daran denken, wie viele Wachen da rumlaufen werden. Wird euch zwar nicht aufhalten, aber ich werde das erstmal gut auskundschaften. Da hast du recht. Wenn ihr ins Dominium wollt, solltet ihr auch den Lulatsch-Stamm mitnehmen. Götz? Hast du schon vergessen, dass du der meistgesuchte Mann auf beiden Kontinenten bist? Ich dachte, ihr könntet euch doch als Begleiter eines fahrenden Händlers ausgeben. Aber wenn ihr eine bessere Idee habt... Du wolltest dir Werkzeuge besorgen, oder nicht? Das ist deine Chance. Du lässt mich gehen? Mit denen? Danke, Tante! Lass das, du Grobian! Du brichst mir noch sämtliche Knochen! Es gibt eine Karawane, die verkehrt immer zwischen dem Dominium und den Bocklab-Märkten. Sie gehört zur Händlergilde. Also zeigt einfach der Zentner was vor und sie wird euch mitnehmen. Sich der anzuschließen ist sicherer, als den ganzen Kristallpass zu Fuß zu gehen. Das steht fest. Danke, Karol. Und schön, dass du mitkommst, Götz. Alles klar. Erst helfe ich Tante, dann treffe ich euch. Wir sehen uns unten in Bocklad. Lass los! Wir wollen den Abenteuer erleben, oder was? Jill, du kommst mit mir. Verstanden. Und Gav? Bin schon unterwegs, Captain. Sei vorsichtig. Bin ich doch immer. Alle gehen ihres Weges. Hast du das gesehen, Sid? Dein Schützling hat sich wirklich zu einem prächtigen Geächteten gemausert. Jo, Clive ist so stark geworden. Er war ja schon immer stark und entschlossen. Aber jetzt ist er saumächtiger Anführer. Ich wäre aber trotzdem hier dafür gewesen, dass wir einfach alle in Rosaria platt machen, die Mutti weghauen und dann hier wieder einnehmen. Dann hätten wir sogar ein Königreich gehabt, da hätten wir uns hier nicht verstecken brauchen. Aber naja. Er will halt nicht nur Rosaria regieren, er will erst die Welt retten und dann der König der Welt werden. Dichasia, mal sehen, wie es da ist. Aber erst im östlichen Dalmikia. Wulfi. Grenzgänger. Wie geht es dir? Gut, wir haben wieder Jill dabei, das ist cool. Besser. Dank Taya. Das höre ich gern. Torgal hat auch geholfen. Nicht wahr, Großer? Bin ich denn jetzt eigentlich? Oh, Nebenquest. Was komisch ist, hier waren doch immer noch... War das hier? Hier Dravosch zum Beispiel. Dravosch kam ich nicht rein. Und Tovani kam ich auch nicht rein. Also es gab da noch einige Sachen, wo ich schon nicht hinkam. Aber die Karte da noch nicht aufgedeckt ist, also müssen sie mich da doch irgendwann reinlassen. Boah, ich habe so krassen Wadenmuskelkater. Richtig heftig. Ich habe gestern auf der Arbeit gedacht, zwischen der Office-Arbeit ist es vielleicht ganz gut. Bis die Republik eine breitere Straße angelegt.
und die Handelsroute verlegt hat. Diese hier hat man wohl den Gesetzlosen überlassen. Genau. Es dürften also noch mehr Geächtete unterwegs sein. Noch mehr Geächtete? Ja, also, Wadenmuskel gerade. Ich dachte, ich gehe mal die Treppe ein bisschen auf der Arbeit, weil es geht ja bis zum 6. Stock. Aber bin ich einfach die Treppe so zwischendurch, habe ich gedacht, muss ich mich ein bisschen bewegen. Meine Fitnessuhr hat gesagt, ich soll 250 Schritte pro Stunde machen. Dann bin ich immer, wenn ich mir einen Kaffee geholt habe, bin ich statt direkt zu der Kaffeemaschine zu gehen, bin ich einmal die Treppe ganz runtergelaufen und dann hoch in 6. und dann wieder runter, weil ich im 3. arbeite. Also bin ich einfach, ich will nicht sagen sinnlos Stockwerke gelaufen, weil das war nicht sinnlos, das war gut. Mir hat heute überhaupt nicht der Rücken wehgetan. Ich hatte 10.000 Schritte, boah, das ist brutal, seit ich die aufgelevelt habe. Ich hatte 10.000 Schritte am Ende auf der Uhr und 42 Stockwerke. Ich meine mal zwischendurch, wenn ich Kaffee oder aufs Klo bin, bin ich einfach die Treppen so gelaufen. Und aber brutal, was hier die Fadenmuskelkarte vom Treppenlaufen. Das ist schon hart, wenn man da ein paar Stockwerke hochläuft. Sollen wir es wagen? Wenn wir da reingehen kommen? Also doch so schlimm, ja? Oh ja, da drin lauert Gefahr. Und zwar von der ganz üblen Sorte. Gibt es ein Problem? Ah, aber wie wär's mit diesem furchterregenden Krieger hier? Ob er der Aufgabe vielleicht gewachsen wäre? Na, ist sicher. Wäre er garantiert, wenn er denn gewillt ist, uns zu helfen. Sei gegrüßt, Freund. Mein Bruder und ich wurden beauftragt, den Wagen eines Händlers zu suchen. Du hast nicht zufälligerweise irgendwo ein herrenloses Gefährt gesehen? Welcher Händler verliert denn seinen Wagen aus den Augen? Tja, der gute Mann dachte wohl, dass er von Goblins angegriffen wird. Und da hat er alles stehen und liegen lassen und ist abgehauen. Und wir sollen den Wagen jetzt holen, aber er ist nirgends zu finden. Ich bin zwar kein erfahrener Kämpfer, aber das riecht mir doch verdächtig nach Banditen. Ich fürchte, mein Bruder hat recht. Und diese Lumpen liegen garantiert noch irgendwo auf der Lauer. Da wette ich drauf. Wir beide haben zwar schon einiges erlebt, aber ich bezweifle, dass wir einen solchen Hinterhalt überstehen würden. Du dagegen siehst aus wie jemand, der mit ein paar Strauchdieben locker fertig werden würde. Was sagst du? Hilfst du uns? Wahrscheinlich wirst du dich so oder so mit ihnen rumschlagen müssen, sobald du in diese Richtung weiterreist. Aber wenn du uns hilfst, bekommst du zumindest eine Belohnung dafür, dass du sie aus dem Weg räumst. Tja, wenn ich ohnehin nicht um sie herumkomme? Man merkt sofort, da sitzt ein blitzgescheiter Kopf auf deinen breiten Schultern. Wir können uns wohl glücklich schätzen. Also dann, besagter Händler hatte in Boklad wohl große Geschäfte geplant und seinen Wagen deshalb komplett voll mit Waren gestopft. Und ich fürchte, wir kriegen den Rest unserer Bezahlung nur dann, wenn wir die Ware unversehrt an ihn zurückgeben. Also pass auf, dass du da nicht alles kurz und klein schlägst, ja? Von mir aus. Solange ihr nicht erwartet, dass ich den Wagen danach für euch zum Markt ziehe. Nein, nein, das mit dem Wagen machen wir dann schon. Kümmer du dich einfach um die Banditen und sag uns dann, wo genau wir ihn finden. Alles andere erledigen wir. Gut, gut. Dann holen wir mal den Wagen zurück. Wir müssen nämlich auch Excalibur ausprobieren. Aber das sieht echt krass aus, das Schwert. Irgendwie merkwürdig, die beiden. Aber wenn es hier wirklich Banditen gibt, kümmere ich mich lieber um sie. Aufgewacht, Männer! Endet. Da sind Gäste. Da haben wir sie ja. Heute war schade am Ende. Das ist trotzdem, glaube ich.
13.000 war super kacke. Ey. Jetzt nichts mehr. Wo ist denn sich neue Gegner? Das gibt's ja nicht. Ah! Die Binde. Jetzt aber. Noch im Supermode? Nee. Banditen bezahlt. Die anderen, die gekommen sind, die sind einfach mit verbrannt. Der Angriff ist schon so grausam. Die werden erledigt. So. Aber ich glaube, auf die 12 Sekunden extra kommt es auch nicht an. Der hat trotzdem noch ewige Abklingzeit. Soll ich was Besseres dafür mitnehmen? Eigentlich gibt es bestimmt irgendwas, oder? Sinkhieb. Toggle als Angriffswert. Klinge die Dunkel, ne. Erschütterung. Gewitter. Düster Wolf erhöht den Schaden von Kombos. Erhöht mit jedem perfekten Ausweichen kurzzeitig die Kampfkraft. Das ist halt auch. Bringt's das? Ich weiche schon immer mal aus. Aber ich überlege, ob ich einfach das reinmache, dass einfach generell die Stärke höher ist. Leider sieht mir das in Zahlen nicht. Ich habe schon mal Pause gedrückt. Ich müsste das genau testen. Ich versuch's mal zu testen. Gucken, ob alle Schläge gleich viel Schaden machen. Muss ich am besten mit den normalen Schlägen testen. Aber vielleicht ist das ja super geil. Das ist ein lustiges Feature, dass man dann nochmal den Knopf drücken muss, aber auch irgendwie voll. Ich weiß auch nicht. Käse. Das Wache ist nicht da. Das alles hier wegzuschaffen. Na, da haben wir aber genau den richtigen Mann an Land gezogen, oder? Hat den Wagen gefunden und keinen einzigen von den Dreckskerlen entkommen lassen. Da wird sich unser Händler aber freuen. Und wie wollt ihr die ganzen Sachen jetzt hier wegbekommen? Das kriegen wir schon hin. Wir können doch nicht von dir verlangen, auch noch unsere Kohlköpfe zu schleppen. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Den Rest kannst du getrost unsere Sorge sein lassen. Hier. War schön mit dir. Und jetzt zisch ab. Nicht unhöflich werden, Bruder. Was, wenn wir ihn das nächste Mal wieder brauchen? Abgeschlossen. Ja, die waren irgendwie komisch. Aber egal, ich bin eh am Vorbeilaufen hier. Das ist einfach mal nebenbei mitgemacht. Macht's gut, ihr Trottel. Und das Schwert ist echt gut. Ich will jetzt mal gucken, wie lang. Obwohl, ich glaube, ich brenne dann, wenn ich ausgewiesen bin. Die Brücke sieht bin. Ziemlich alt aus. Hoffentlich bricht sie nicht zusammen. Die Ruine soll... 375. Der Weg geht auf der anderen Seite weiter. Es gibt zwei Wege, oder?
Mach ich ihn? Oh, 2000. Hier nicht 50, okay. Ja, eben waren es nur 337. Ja, der ganz normale Schlag sind 450. Hey, was, bin ich schon richtig gegangen? Lass mal gucken, in der Mitte ist bestimmt noch irgendwas. Es gab einfach zwei Wege. Und nicht mal eine Kiste. Das fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Das macht mich so wütend, dass hier keine Kiste ist, dass wir jetzt eine kleine Pause machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und habt ganz viel Spaß. Tschüss.